Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Guacamelee 2 für die Switch. Hat ein bisschen gedauert, da es noch zwei andere Projekte gab, die erstmal vorab wichtiger waren für mich. Aber jetzt geht's weiter mit Guacamelee. So, wir müssen da nach rechts in dieses komische Dorf. Machen wir noch. So, gucken wir mal, ob wir da hinkommen auch. Ich muss zwischendurch mal auf die Karte gucken, sonst wissen wir nicht, wo wir sind. Oh, hier sind wir noch gar nicht längs gelaufen. Das können wir ruhig mal machen. Das ist ein neuer Weg. Den nehmen wir mit. Oh. Ist der? Nein, da. Ah, da war der. Okay. So. Erstmal wieder vertraut machen wir den ganzen. Oh. Mal. Heieiei, da muss man auch echt alle Kniffe und Tricks hier nutzen, die man hat. Wo geht's denn hier hin? Gucken wir nochmal rein. Zeitlinie der Grinds. Okay. Du da. Ich? Bitte hilf unserer bescheidenen Stadt, wenn du kannst. Eine schattenhafte Gestalt wurde am Heiligen Berg gesichtet. Eine wankende Bestie mit einem Gefolge aus kleinen Ungetümen. Und so nahmen unsere Probleme ihren Lauf. Dieser Vulkan hat jahrhundertelang geschlummert, doch jetzt werden unsere Häuser zerstört. Die alten Götter müssen entzürnt sein. Ich fürchte, sie halten nicht ein, bis diese Bestie vernichtet ist. Wenn uns niemand helfen kann, ist unsere Stadt erledigt. Doch der Pfad der Berg hinauf bringt viele Tücke, besonders jetzt. Wenn du ihn entlimmen möchtest, dann sieh dich gut vor. Nein, musst du nicht. Also möchtest du nicht, dass ich dir nochmal sage, oder möchtest du es... Also möchtest du nicht, dass ich dir es nochmal sage, oder möchtest du es... Gut. Okay, ich möchte nicht ewig darauf rumrennen, aber lass mich 100% sichern, dass du wirklich möchtest, dass ich es... Dass du wirklich möchtest... Na, komm schon, ich kann dich nicht den ganzen Tag hier stehen. Okay, so. Könnte das Ende unseres kleinen Städtchen sein? Ich liebe Katzen. Okay, das ist die verrückte Katzenlady, gibt's hier auch. Gehen wir mal da hoch. Oh. Was ist denn das hier? Scherge, Scherge? Eilen. Dash Punch. Ach, guck mal, jetzt ist jetzt hier so ein Rollenspiel oder was? Okay. Ah. Das ist natürlich lässig. So, weiter geht's. Ah, das ist natürlich ganz cool gemacht. Muss ich ja mal sagen. Das ist schon wieder ganz... Das ist schon irgendwie wieder ganz witzig. Ach, guck mal, kriegst du noch Sachen, die du finden kannst hier. Quatschkram, ne? Weiter geht's. Okay, der ist natürlich ein bisschen stärker. So, machen wir erstmal alle platt. Mal alle ein von mir hier. Vielleicht heilen wir uns gleich einmal. Und dann machen wir nochmal einen Dash Punk. Einfach nur Dash Punch, einfach nur um zu sehen, ob da nicht irgendwas passiert. Perfekt. Ah, komm schon. Eieiei, caramba! Okay, mal gucken, bis wie weit wir uns nach oben kämpfen müssen. Mein Charisma ist auch gestiegen. Menükenntnis gestiegen, na super. Du hast ein Gegengift gefunden. Perfekt. Alle Sachen, die wir nicht gebrauchen können für irgendwas. Oh, ist das ein Boss oder was?
130 hat der Abstecher, okay. Ich muss erstmal einen platt machen. Aber der haut mir schon ganz gut rein da. Oh, 25, okay. Nehmen wir beide ein. Eieiei. Okay, heilen müssen wir uns auf jeden Fall nochmal so durch. Machen wir aber erstmal noch einen Schlag. So, jetzt kann er uns ruhig abschlitzen und wir heilen uns jetzt einfach mal. Aber jetzt müssen wir ihn natürlich ein bisschen schlagen. Ah, 60, okay. Bam! Also so viel hat er da nicht entgegenzubringen. Gut für uns, schlecht für ihn. Die Geduld ist gestiegen. Nup, mal 23. Okay. Ich würde sagen, oh, hallo, was führt dich in den ganzen Weg hier hinauf? Ist eher der stille Typ, was? Macht nichts, wir lieben gut Zuhörer. Wir haben hier oben diesen fantastischen Platz zum Jammern gefunden. Jam, Entschuldigung. Die Akustik ist einfach super. Zieh's dir rein. Ja, dadurch weckt dir aber den Vulkan, ihr Deppen. Warum siehst du denn so griesgrämig aus? Hast du überhaupt zugehört? Moment mal, wo ist denn unsere Skelettgang? Hast du sie alle zerstört? Du kannst unsere Jams nicht aufhalten. Verteidige dich. Witzig gemacht, ne? Okay, okay, ist nicht so schlimm. Der trifft ein bisschen härter, aber dafür können wir die beiden gleich erledigen komplett. Nochmal ein Dashpunks. So, noch. Den kriegen wir jetzt aber auch mit ein paar fetten. Hier. Ah, wir haben ein bisschen Leben. Wir haben noch einen Special Move, man weiß es nicht. Na? Na gut, ich höre ja schon auf. Niemand unterstützt die Künste. Du hast 900 Erfahrungspunkte erhalten. Du hast gefunden, Musikinstrument zerschlagen. Und großen Poncho. Truhen. Ich liebe Truhen. Oh, warte mal, hier. Kann auch mit ihm reden? Ey, wenn du schon mal hier bist, sieh dir doch meine Music Cloud an. Ja, machen wir. Kohle gab's allemal. Oh, jetzt bin ich der Held. Du warst großartig. Oh, man hat es geschafft, all diese Skelette. Endlich herrscht wieder Ruhe und Frieden. Danke, Luchador. Ja, ziemlich still, nicht wahr? Dafür müsste ich doch fast die Musik, die vom Berg heruntergeschaltet ist. Vielleicht ja. Sie waren schon ziemlich grässlich. Naja, danke jedenfalls. Jetzt können wir das Dorf wieder aufbauen. Ach, wir können nur zurückgehen, okay. Aber wir können mal ein paar Fertigkeiten kaufen, fällt mir gerade auf. Zack, haben wir mich noch nicht. Was ist denn hier so? Gegner zu töten gewährt mehr Gold. Erhalte Gold, okay. Greife deine Gegner und werf ihn nieder. Wrestling Moves. Und hier noch so. Steigert die Wucht deines Slams. Steigert die Wucht deines Headbutts. Den können wir da nicht kaufen, der kostet zu viel, ne? Okay. Aber... Oh, machen den letzten auch nochmal hier ins Special Move. Oh, komm, nehmen wir alle mit hier, die Moves. Wenn wir schon Geld dafür haben. Perfekt. Okay, sind weg. Tschüss, Baby. Hier geht's raus. Gut, nur ein kleiner Abstecher war das. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch zur anderen Seite, sonst um unseren... beziehungsweise um die Talismänner zu schützen, beziehungsweise die Sachen aus den... Oh nein, das war nicht gut.
Eieiei, da. Gut, sind wir hier? Was sind wir denn jetzt davon weg? Oh, sind wir gleich da. Guck mal. Ah, okay, dann werden wir mal kurz hoch. Wo mir das hingeht. Herausforderungsarena. Okay, da waren wir noch nicht. Schauen wir uns das auch mal an, wenn wir schon mal auf dem Weg sind. Willkommen in der Herausforderungsarena, Juan. Wenn du eintreten willst, musst du einen Tribut leisten. Einen Tribut leisten. Zum Nintendo eShop? Nein. Was ist denn das? Muss man denn da kaufen? Geh mal rein. Muss ich da irgendwas kaufen jetzt? Da habe ich keinen Bock drauf. Das machen wir natürlich nicht. Aber ich will mal sehen, was es denn da gibt. Herausforderungsarena. Kostet 3,49? Boah, nee, machen wir jetzt nicht. Können wir anderes mal machen. Ne? Geld wollen wir jetzt nicht noch mehr bezahlen für. Schauen wir uns mal in einem separaten Video an. Nicht unbedingt das, was wir jetzt machen. So, weiter geht's. Nochmal speichern. Gut. Dunkelste Zeitlinie. So. So, da geht's runter. Wollen wir da runter überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Warte mal. Ja, wir können gleich mal runtergehen, aber erstmal gehen wir hier zu ihr her. Hallo Rolla, einen schönen Abend für einen Spielgang, nicht wahr? Komm, wir gehen mal hier runter, gucken, was da unten ist. Da sind wir eine Truhe. Oh. Okay, dann holen wir uns jetzt die Sachen. Oh Mist. Wieder erwischen müssen. Ja, der hat mich erwischt. So, was gibt's denn da für eine Kiste? Yes, ein Maskenteil. Perfekt. Naja, man muss alles mitnehmen, was man findet im Weg. Alles, was uns hilft, unsere Energie und unsere Ausdauer zu steigern. Sollten wir heute blaue oder grüne Luftschlangen aufhängen? Man weiß es nicht. So, gucken, ob da unsere Reliquie noch da ist. Okay. Man sieht, liegt hier was. Gehen wir hier rein. Aus der Tür. Serverorientierte. Ist da draußen jemand? Ich habe meine Familie aus Versehen in meinem Haus eingesperrt. Kannst du die Tür von außen aufschließen? Jetzt öffnen. Okay. Geld dafür bezahlen ist auch neu. Holztür geöffnet. Oh, vielen Dank, dass du uns gerettet hast. Wir würden dich gerne mit unseren unermesslichen Familienreichtümer belohnen. Sie sind alle hinter dieser Tür da drüben eingeschlossen. Na, kann man hier einfach so öffnen, ne? Ja, die Belohnung ist als die rechtmäßig dir gehört, befindet sich hinter dieser Tür. Alles, was du tun musst, ist sie zu öffnen und deinen Lohn zu beanspruchen. Selber eine Tür öffnen. Jetzt öffnen. Na klar, zahlen wir das auch noch. Wie geil, jetzt haben wir viel Kohle. Dafür, dass wahrscheinlich nur Schrott da drin ist. Oh, ist auch eine Riesentruhe. Und um die zu öffnen, müssen wir wahrscheinlich nochmal 500 Gold zahlen. Pass auf. Da sind sie. Unsere unermesslichen Familienreichtümer. Öffne sie ruhig. Alles in ihrem Innern gehört rechtmäßig dir. Ich frage mich, was es ist. Pass auf. Na, was müssen wir bezahlen? Zahlen wir auch.
Wahrscheinlich sind es irgendwie 500 Gold. Wir müssen unser Geld wieder rein haben. Drin haben. Mehr wird es nicht sein, glaube ich. Mal gespannt. Was für ein Glück, du hast die legendäre Truhe erhalten. Ich kann es selbst, ich kann erwarten, deinen rechtmäßigen Lohn zu sehen. Ich glaube, der verarscht uns. Wir zahlen es trotzdem. Alter! Wer ist so gut verarscht hier gerade von den Leuten? So sind sie, die Mexikaner. Verarschen halt, wo sie können. Ein Gold erhalten. Oh, so ein Pech aber auch. Aber ich werde dir unsere unermessliche Reichtümer gerne erneut anbieten, wenn wir uns noch einmal in unserem Haus einsperren. Warum probierst du es nicht nächsten Dienstag nochmal? Vielleicht hast du da mehr Glück. Akku, kann man ja umhauen? Ne. Nun gut, zurück. Haben uns ganz schön ablenken lassen von unserem Kurs, ne? Dauernd irgendwo anders hin, statt das zu machen, was wir machen sollen. So. Seit 70 Jahren ein historisches Wahrzeichen dieser Stadt. Es wäre zu schade, wenn durch eine weitere Boutique-Postale ersetzt wird oder so. Wirklich zu schade. Oh, diese Truhe. Die holen wir uns erstmal nochmal. So, warte mal. Irgendwas stimmt hier ja nicht. Hier ist noch eine Truhe. Oh! Naja. Da kriegen wir noch Gold. Okay, aber wir sollen doch hier hin, ne? Ah ne, noch ein Stückchen weiter müssen wir, okay. Oben oder unten ist auch egal. Speichern. Ich kann vorbeigehen schon wieder, ja. Hä? Die Tür ist das. Zere zu Jaguar in Villa Jula. Da sind wir doch jetzt. Ach, da oben ist er. Was hier? Ach, er schon wieder. Pedro hat mir seine Musik so viel Freude gebracht. Ich bin froh, mich in seinen letzten Tag um ihn zu kümmern. Wir haben die Auftritte diese Woche abgesagt und der Bereich der Bühne ist gesperrt. Danke für dein Verständnis. Toll. Mir bin ich gerade hier im Schlauch. Kehre zurück. Wie kommen wir da nicht rein? So, jetzt aber. Zack. Mann, Mann, Mann. Stand auf dem Schlauch. Ich hoffe, wir sind noch nicht zu spät. Was? Zum Inferno. Die letzte Reliquie. Wie versprochen, Herr Salvador. In ihrer ganzen Pracht. Das Böse hat abermals gesiegt. Was, warum gibt er ihr die Sau? Oh, guck mal. Das Zelda-Symbol. Ruhe! Niemand redet während meines Monologs. Endlich werden sich die Tore zu El Otromundo öffnen. Sonnenbrillen! Okay. Beginnen wir mit der verschmelzenden Reliquie. Okay.
das große Nichts. Was ist da passiert? Prison El Corazon, dunkelste Zeitlinie. Das Gefängnis, die Sonne, ist ja auch geil, oder? Okay, was erwartet uns hier wohl? Das ist aber eine Toilette. Endlich bist du wach. Wir haben dich nach der Zeremonie bewusstlos aufgefunden. Wurdest du von der Druckwelle erwischt? Hast du irgendwas geträumt? Es ist wahr, Lujado. Ich habe dich und deine Freunde betrogen. Ich bin ein treuer Diener meines Herrn Salvador. Du wirst in dieser Zelle bleiben, bis wir wissen, was wir mit dir anstellen sollen. Herr Salvador. Ich kann nicht glauben, dass du der Juan bist, der Calaca besiegt hat. Ich habe dich bewundert, denn wir kamen beide aus bescheidenen Verhältnissen. Wir haben um uns unseren Platz verdient. Aber du hast deine Chance vergeudet. Erbärmliche Technik, Selbstzweifel. Wie wagst du es, Maske und Gürtel zu tragen? Ein Lujador zu sein bedeutet es, für die Maske die Grenzen der Möglichkeiten zu überwinden. Alles zu geben und Opfer zu bringen. Ich lasse dich nur aus Mitleid am Leben. Für mich bist du kein Lujador. Kein Grund, mir zu danken, alter Freund. Salvador, dein Leben abzuschwatzen, war das Mindeste, das ich tun kann. Psst. Ist die Katze weg? Dann zeige ich dir einen möglichen Fluchtweg. So. Okay, das machen wir, aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüss.